So. Eisenproduktion. Achso, die müssen weg, damit wir jetzt schön viel Eisen reinbekommen. Härtetest quasi. Ah, die da haben langsam kein Eisen mehr. Das kommt später. So. Was? Soll die sind immer noch dabei, die Sachen herzustellen? Das geht ja mal gar nicht. Okay. Oben sammeln sie schon mal das Eisen. Unten kommen sie. Oh. Der hier, der da und der werden fast keiner benutzt. Okay. Also 8 würden wahrscheinlich reichen. Warte mal. Weg, 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 weg. Bauen wir einfach die doofen Dinger da. Dich brauche ich nicht in der Quickleiste. Dich brauche ich nicht in der Quickleiste. Dich brauche ich nicht in der Quickleiste. Dich nicht. Dich eigentlich auch nicht. So, Schmelzöfen. Ich teste mal ganz kurz, ob wir jetzt mit 8 vielleicht doch hinkommen. Dann müssen wir das Ganze mit dem Splitten nicht machen. Was ja doch irgendwie recht schick wäre. So, also du nimm. So. Yeah. Ist alles hässlich. Was habe ich da gerade weggenommen? Ein Zugang zum Kupfer, okay. Du gehst jetzt da hoch. Du kriegst hier deinen externen Arm. So, also alles läuft jetzt hier unten lang. Oh, du brauchst noch einen externen Arm. Du musst hier bitte nichts mehr gesplittet. Es kommt alles dahin. Das hier alles wieder weg. Ich denke nämlich, dass die 8 jetzt damit klarkommen. Und sie werden... sie werden noch besser klarkommen, wenn sie auch einen ordentlichen Abfluss haben. Achso, hier soll gar nichts hoch, fällt mir gerade auf. So soll das laufen. So, jetzt sammle ich kurz von Hand ein, damit die Arme das alle auslegen können. Gut, nächstes Problem. Wenn das wirklich ausgelastet werden würde später, werden die beiden Fabriken hier hinten ein Problem haben, mit den roten Armen das da abzulegen, weil das äußere Feld eventuell durchgehend voll ist. Gucken wir mal, gucken wir mal. Sammel das mal alles ein. Mach das hier alles so gut es halt geht ein. Und überlaste das System mal. Indem wir einfach hier ein Fass davon nehmen. Und da das Zeug reinhauen. Gut. Also es kommt jetzt mehr Erz, als normalerweise kommen würde. Gucken wir, was passiert. Es staut sich schon mal hier, weil es keinen Abnehmer hat. So. Wow. Nee, nicht so. So. Die sortieren ein. Okay. Kaltstart. So. Alle sollten arbeiten. Alle legen Platten hin. Kommt es irgendwo zu einem Stau? Ja, die Platte kann nicht gelegt werden. Hier hinten kommt ein bisschen Eisen an. Die Platte da hinten kann immer gelegt werden. Das ist okay. Aber hier ist halt problematisch. Wie kriegen wir das hin? Indem wir es echt aufsplitten. Ja, danke für den Test, ihr beiden. Seid raus. Habt der Wissenschaft einen guten Dienst erwiesen. Das müssen wir später noch ändern. Wir bauen sie hier drüben wieder auf. Und zwar da und da. Da und da. Splitten euch doch wieder. Hoch, 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 hoch. So. Eingangsarm. Das ist kein Eingangsarm. Eingangsarm, Eingangsarm. Ausgang, Ausgang. Licht. Wir brauchen unbedingt Licht. So, jetzt müssen wir das
Den doofen Rondilli wieder machen. Ja, müssen wir, obwohl, warte, wir können das hier zum Eisen laufen, so doof. Okay. Was soll's, nicht unterkriegen lassen, wir machen einfach da das da, wir machen da wieder das da. Wir lassen den da rumlaufen. Am besten auch so, dass er eine Kurve macht. Kommst du da hin, kommst du da hin, kommst du da rauf. So. Einsammeln, einsammeln, einsammeln. Kommt oben hin. Gut. Rote Ärmchen brauchen wir neue. Du sammelst ein. Aus, aus. So, wie schaut es jetzt aus? Es kommt nicht genug Erz hier unten an, weil einfach nicht genug Erz da ist. Das ist jetzt nicht ganz so schön. Aber das ist halt so. Wir haben gerade nicht so viel Erzproduktion. Ist nicht schlimm. Das System ist ausgelegt für später. Wir könnten... habe ich schon genug davon gebaut? Nee, komm. Davon brauchen wir noch mehr. Wir müssen theoretisch auch noch Kupfer mit bearbeiten, ne? Wir könnten dieses Kupfer mit hier reinmischen. Dann friemelt er es am Ende auseinander. Das ist eine interessante Idee. Ich teste. Hier ist viel zu viel Kupfer. So, kommt das jetzt einfach alles weg. Okay. Das passiert, wenn man Container öffnet oder abbaut und man kann die Sachen nicht aufheben. Also wir machen das da mal weg. Wir kümmern uns später um die Unordnung. Wir haben keine Platten mehr. Ich brauche Fließbänder. Ich brauche keine davon. So, und jetzt tun wir das Erz auf das Fließband, wo eigentlich das Zeug drauf. Nicht so. Weg. So. Auf das Fließband, wo eigentlich die Platten drauf gehörten. Und das Plattending vermischen wir jetzt mit dem Erzding. Also ich mache einfach hier irgendwo einen Knick. Ziehen das hier durch. So. Die kommen alle darauf. Von links kommt das Kupfer drauf und dann mischt sich das Ganze da oben. Platten sollten weg, sonst werden die noch irgendwie eingeschmolzen. Gut. Das heißt, das kommt jetzt hier oben an. Hier oben wird alles eingeschmolzen. Vollkommen egal, ob es Kupfer ist oder Eisen oder sonst was. Und das verarbeitete Gut, also die Kupferplatte oder die Eisenplatte, wird hier raufgelegt oder hier raufgelegt. Das wird alles nach oben gebracht und hier oben schnappen sie einfach die Arme das. Können wir theoretisch auch Smart Insert rausmachen, aber das ist Wumpe. Ist irgendwas davon voll? Ja, Mist. Ich meine, super gut. Wir haben schön viele Ressourcen. Eisenkiste. So, sammeln alles ein. Das hier unten wird abgebaut. Und ich werde nicht die Kisten abbauen, weil wenn ich die Kisten abbaue, dann ist der ganze Boden hier zerstört, weil da Eisenplatten drauf liegen. So, wie schaut's aus? Erz staut sich. Das ist sehr gut. Das heißt nämlich, es werden durchgehend Platten produziert. Ist okay, ist okay, ist okay. Wir brauchen mehr Schmelzöfen. Sehr gut. Das war das Ziel. Oh, falsch. So, ein Rausarm, ein Rausarm. Reinarm, 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 Reinarm. Sehr schön. Das sieht doch schon viel besser aus als hier unten, dieser ganze Murks. Weg mit euch. Ja, ja, Inventar ist voll. Darum kümmern wir uns schon. Bau-Pipes. Bau-Inserter, Bau-Schmelzöfen, Bau-Rote Dinge und Blau-Blau Dinge. Jetzt wird unser Inventar sich hoffentlich nach und nach leeren. In einer Stunde oder so. Alles weg. Ja, also, Plan umgesetzt. Wir haben jetzt hier unsere Schmelzanlage. Die können wir später, wenn wir wirklich irgendwann noch mehr Erz bekommen sollten, durch Züge und dergleichen, auch noch erweitern, nach links und rechts.
alles kein Problem. Es gibt noch recht viel Feintuning hier zu machen. Es muss noch viel aufgeräumt werden. Vor allem die Kisten, die unten dann auseinandergegangen sind. Da sollten wir uns noch ansetzen. Aber sonst ist es soweit okay. Das heißt, es geht nur noch darum, hier die Sachen dann später dahin zu bringen, wo sie eigentlich hingehören. Um das schon mal zu machen, bringen wir jetzt was? Ich hätte gerne grüne Packs. Grüne Packs brauchen Förderbänder und Inserter. Die haben wir gerade nicht. Förderbänder haben wir auch nicht. Förderbänder brauchen Platten und Zahnräder. Das ist doch super. 1, 2, 3, 400 Platten. 1, 2, 3, 400 Zahnräder. Gib mir ganz viele Förderbänder. Gut. Du brauchst Chips. Das. Okay. 200 Zahnräder. 200 Eisenplatten. 200 Chips. Gib mir ganz viele davon. Oh, das Lichtsystem wurde hier noch nicht umgestellt, richtig? Weiß ich noch, wie das Lichtsystem geht? Ich glaube so, ne? 1, 2, 3, 1, ne, ist falsch. 1, 2, 3, so ist richtig. Genau, mittig. Du bist auch falsch, aber was soll's. So, läuft. Feindentwicklung. Ja. Doof. Forschung. Ich glaube, Forschung ist gerade dezent wichtiger als Feindentwicklung. Du tu mal was da rein, du tu mal was da rein. Ja, okay. Genug rumgedödelt unten. Hier oben sollten schnelle Fließbänder anscheinend hin. Davon ein paar. Um das hier weiterzubauen und normale Fabriken. Habe ich noch normale Fabriken? Auch nicht. Und dafür brauche ich ganz viel Zeug, das ich nicht habe. Habe ich Stahl? Mach mal Stahl ein bisschen. Kupferdraht habe ich auch nicht mehr. Doch, Kupferdraht habe ich. Kupferplatten habe ich auch. Zahnräder habe ich keine mehr. 200 Zahnräder. Ich habe ein paar Eisenplatten. So, Assembly Machines bauen. Assembly Machines oben hinstellen. Gott. Eure Aufgabe. Grün. Was? Grün. Eure Aufgabe. Rot. Damit es jetzt zu keinen Verwechslung mehr kommt. Der kann weg. Die können weg. So. Das wird also noch zu schnell gemacht, aber Rot brauchen wir halt nicht ganz so häufig. Aber hier wäre es schon ganz praktisch, wenn wir überall die roten Fließbänder hätten. Nicht so. So, die Ecken fehlen da oben noch. Du. Gut, also Eingangskisten. Eine Ausgangskiste, zwei Eingangskisten. Du. Du. So. Eingangskiste ist Fließbänder und Greifarme. Habe ich noch nicht. Achso, und ihr braucht noch Arme nach draußen. Draußen? Nein, das war falsch. So, nach draußen. Das Ding müsste soweit okay sein. Hier genauso. Du brauchst nur Kupferplatten und davon welche. Das Ganze eigentlich auch noch schnell, aber wir haben genug auf Vorrat, das ist vollkommen okay. So, die grünen Dinger. Glaub, die lasse ich schon mal automatisiert dahin laufen. Ja, ich weiß, das wollte ich nicht, aber gerade bei den Science Packs ist das eigentlich eine sehr schnieke Sache. Also ich mache es ganz einfach mal so. Und der hier schnappt sich auch grüne. Das heißt, der hier produziert rote, der hier produziert grüne und alles wird über diesen Kreislauf hier von dem Greifarm da abgezwackt und hier unten reingelegt. Also, wie schaut's aus mit Förderbändern und Greifarmen? Hopp, das waren viele. Oh, das waren noch mehr.
Also, gleiche Anzahl reintun. 150 Arme, 150 Transportbänder. Und zuschauen, wie Magie passiert. Arbeiten. Alle sind am Rödeln. Sehr schön. Und genau dafür ist es auch zwischendurch mal ganz gut, alt auszustellen. Also diese Übersicht hier. Um zu sehen, wie die Maschinen sich bewegen, ob sie aktiv sind und so weiter. Ja, okay. Also, funktioniert. Grün wird runtergebracht, grün wird hier lang gebracht, grün wird da abgeholt, grün wird da reingelegt. Und wir kriegen gleich endlich mal wieder Forschung. Also sehr gut. Also wir müssen jetzt nur dafür sorgen, dass immer wieder die Sachen befüllt werden. Das mache ich auch gerne noch von Hand. Später machen das die Roboter. Und dann ist gut. Was jetzt? Kupferdraht könnte man automatisieren. Und hier die Stahlproduktion könnte man theoretisch auch noch schneller machen. Aber nö. Ich gucke lieber hier oben, was mit Batterien faul ist. Wasser, Schwefel. Eisenplatten sind noch da, Kupferplatten sind noch da. Brennblöcke werden abgelegt. Ah, sind sehr langsam. Oh, Strom. Hehe, stimmt. Wir haben unten eine riesige Schmelzanlage aufgebaut. Das könnte dezent auf den Stromverbrauch gegangen sein. Doppelt so viel wie alles andere zusammen. Ja, okay. Wir brauchen mehr Steam Engines.